Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, wir reisen in den Iran rein. Ich habe noch ein Verhör an der Grenze mit einem Polizisten in Zivil und dann geht es Richtung Lutwüste und auch in die Lutwüste hinein. Genau, und da nehme ich euch mit. Also viel Spaß beim Schauen. Okay, so. Fast alles erledigt. Der Herr ist mit uns immer mitgefahren. Jetzt muss zu den Hunden wollen, dass ich setze. Deswegen werden wir uns durch die Grenze hier, um uns zu begleiten. Also im Vergleich zu der damaligen armenisch-iranischen Grenze ist ja hier an der afghanisch-iranischen Grenze die Hölle los. Mit welchen Massen von Gepäck hier gereist wird, ist echt beachtlich. Die Menschen reisen hier mit Kleinbussen und Gepäck wird aufgeladen und abgeladen. Wir sind im Iran. Iran-Grenze ging eigentlich anfänglich alles gut. Man kommt da in den Checkpoint, da wird man kontrolliert, auch das Fahrzeug. Ein Armeeangehöriger führt uns dann zur Passkontrolle. Wir werden bevorzugt behandelt und kriegen den Einreisestempel. Dann geht es eigentlich zum Garne. Da wird zuerst das Fahrzeug registriert. In einem anderen Gebäude wird das Garne eingetragen. Da ist dann wohl ein Fehler passiert. Denn ich musste dann auch auf eine Waage, ich weiß nicht, dachten sie, ich hätte irgendeinen Transporter. Auf jeden Fall wurde ich gewogen, da konnte der aber nicht eintragen, weil er mein Kontrollschild im System nicht fand. Und dann musste ich nochmal zur Waage, eins hin und her. Ja, und dann plötzlich kommt ein junger Herr in seinem Auto und dann hieß es, ich müsse zurück mit dem jungen Herrn und so weiter. Schlussendlich war das ein Polizist. Und der hat dann ein Interview mit mir gemacht, so eine Viertelstunde, hat mich gefragt, warum, wieso und so weiter. Ging aber alles gut ab und so konnte ich dann schlussendlich dann endlich einreisen mit Garne, das ausgefüllt war. So, wir tanken hier mal wieder und der Preis ist 600 Toman oder 6000 Rial, das sind 0,013 Cent. Da macht Tanken Freude. Also wir fahren jetzt wieder weg von der Tankstelle. Und wie viel hast jetzt du getankt? 150 Liter. Und bezahlt? Bezahlt. 900.000 Rial. Okay, das sind doch ganze 1,95 Euro umgerechnet. Ja, das ist extrem teuer geworden. Ja, unglaublich. To go to a historical place. We have a famous historical place here. It's near to us. If you want to go, it's a famous poet here. Yes. So, ihr seht, wir sind bereits schon eingeladen worden. Wir wollten eigentlich Geld wechseln, dann hat uns jemand rumgefahren und jetzt noch schnell zu seiner Familie gefahren. Und ja, jetzt wird zuerst mal Tee getrunken und dann hoffentlich Geld wechseln und dann SIM-Karte. So, Geld haben wir bekommen und jetzt sind wir gleich noch zu ihrem Laden von ihrem Vater gefahren. Der hat einen Laden mit Naturprodukten, Pflanzen, Heilmittel und so weiter. Und beim Geldtauschen haben wir gleich noch eine Geldbörse aus echtem Leder bekommen von diesem Juwelier. Wahnsinn, was gerade läuft heute. Das ist der Besitzer vom Laden, das ist der Vater und er macht mir jetzt da so ein Kräutchen, das gut für die Nerven ist, weil meine ab und zu angespannt sind. Das ist die Tochter und das ist der Laden. Also es war eine echte Challenge, diesen Shop mit den SIM-Karten zu finden. Hier, jetzt haben wir ihn, wir haben auch die Position markiert und jetzt freuen wir uns, dass sie uns alle helfen, die Damen. So, wir haben endlich den Job gefunden, wo es Visa-Karten gibt. Das sind alles junge Mädels und wir sind natürlich die Attraktion. Alle wollen Fotos machen, also sind wir ja unterdessen gewohnt. Auch beim Telefonanbieter bekommen wir hier Tee gleich serviert. Jetzt wird aber dick aufgetischt hier. Und so sieht ein iranisches Nachtessen aus. Wow. Jetzt sind alle, ja, zu Tisch kann ich ja nicht sagen, zu Teppich, zu Boden.
Und Essen, ganze Familie, das ist Iran. Und der TV läuft natürlich auch immer Tag und Nacht. Thank you. All of you come to Iran, please. Nach dem Essen gibt es sogar noch eine Tanzaufführung. Neue Morgen und ich bin da in Torbat Ecam am Spazieren. Und was sehen meine Augen? Ja, dieses Teil kennen wir doch schon von Usbekistan. Das ist Sheikh Ahmad Jam Tom. He was a very famous poet like Hafiz. And Saadi in Iran. And he was a very famous man in his time. And lots of people follow him. Ganz besonders auch dieser Pistazienbaum hier vor dem Tomb, denn da wurde der Magen des Poeten begraben und aus diesem ist dieser Baum erwachsen. So, jetzt werden uns die Tore zum Innenhof geöffnet. So, jetzt bin ich also mitten in einer zufälligen Führung gelandet. In diesem abseits gelegenen Grab wurde gerade ganz pathetisch erzählt, dass hier eine sehr hilfsbereite Frau, die auch sehr gläubig war, verstorben ist und dass man dann nach 40 Jahren das Grab geöffnet hat und sie war komplett erhalten. Und eine der älteren Frauen, die dabei waren, hat das tatsächlich auch so gesehen. Und wer von diesem Grab mal ein bisschen Staub abnimmt und das mit Wasser vermischt, dessen Warzen sollen angeblich heilen. Diese 712 Jahre alte Tür, die dort sitzt der Herr. Und dann noch eine kleine Ergänzung. Der Schah war so groß, dass man ihn den kolossalen Elefant, den Colossal Elephant nannte als Spitzname. Und diese Säulen, die hier fast 4 Meter auseinander sind, sollen das darstellen. Aber ich glaube, so groß war er nicht. So, jetzt öffnen Sie noch ein paar vergitterte Türen hier. In dieser Moschee faszinieren die feinen, filigranen Stuckarbeiten. Hier sind auch noch diverse Korans verhüllt, die sehr, sehr wertvoll sind. Und wer einmal versucht hat, diese Kunst nachzumachen, man hat gesehen, man hat es nicht geschafft, diese tolle filigrane Kunst nachzuarbeiten. Rechts das Original, links die Nachbildungen. Und im Nebenraum gibt es noch etwas ganz Faszinierendes, denn wenn man den Kopf in die Ecke steckt, hört man das Gespräch der Person, die genau aus der gegenüberliegenden Gespräch. Das ist irre. Man hört das komplett, man kann sich unterhalten. Und dann möchte ich noch erwähnen, dass dieser Baum ein heiliger Baum ist, denn als man versuchte, ihn zu fällen, sind die 2 Menschen gestorben. Wir hatten jetzt eine schöne Zeit bei Nargis und ihrer Familie. Und heute geht es noch weiter Richtung Nashtipan. Wenn denn in 20 Zügen ist hier etwa erlaubt, gefordert, unter niedrigen Kabeln. Ja, nach diesem fast 24-Stunden-Tag mit Gastfreundschaft sind wir ein bisschen wieder zurückgefahren weiter und wir stehen hier gerade an einer Karawanserei und es ist einfach schön, wieder so dieses orientalische Feeling zu haben. Ich habe es jetzt noch mehr wie in Afghanistan, muss ich ehrlich sagen, ja. Ja,
Jetzt sind wir im Innern der Karawanserei und vermutlich wird die in 100 Jahren nur noch ein paar Erdhügel sein. Und auf der anderen Seite ist die neuere Karawanserei, die steht hier noch super da. Man könnte da auch in den Hof fahren, ist ein super Übernachtungsplatz, denn draußen ist es ziemlich windig. So sieht das hier noch aus, toll. Da hinten ist ja die Karawanserei und gleich weiter hinten hier. Da war mal ganz früher auch verschiedene Häuser, hier eine Mauer. Und was davon übrig bleibt, ist nur noch Erdhügel. Und das macht diese Bauweise eigentlich ziemlich naturfreundlich. Nun auf der anderen Seite, da sieht man noch die Türme und die Hügel sind eigentlich alles Mauern und Häuser gewesen. Sicher über 100 Jahre alt und irgendwann ist es nur noch ein Hügel. Wir sind weiter Richtung Süden unterwegs und wir treffen hier auf ein Minarett. Und dieses Teil hat als Orientierung für die Karawanen gedient, die Karawanen, dass man das von Weitem gesehen hat, und zwar zwischen Scham und Bakarz als Orientierung. Das Minarett stammt übrigens aus dem 6. Jahrhundert. Wir sind ja unterwegs in die Wüste Lut und fahren dann vom Osten her rein. Und so sieht es aus hier unten. Wir sind nun in Naschtivan angekommen und jetzt schauen wir uns Windmühlen an, wie sie früher gearbeitet haben. Wir stehen hier bei den wunderbar antiken Windmühlen von Naschtivan, die aber leider nicht laufen, aber sieht toll aus. Und noch weht hier der Wind, und zwar immer durch diese Schlitze durch, allerdings nur bis September. Man hört den Wind knarzen und singen, die Windmühlen sind aber fixiert mit Seilen. Da klappert es und rumpelt es, wenn der Wind hier durchsaust. Über den Dächern von Naschtivan gibt es auch Menschen, die ihren Hund spazieren führen, also auch Iraner haben Haushunde. Und natürlich windet es hier oben bei den Windrädern. Wie soll das anders sein? Ja, Mädels, der Kleine ist zwar männlich, aber doch ein bisschen witzig. Hä? Wir sind jetzt bei den Windmühlen. Und hier wurde früher das Mehl gemacht mit dem Korn. Eine gute Idee, denn es hat hier reichlich Wind, vor allem im Sommer. Das ist toll, denn da kann man einfach entlang spazieren an den Windmühlen, über die Dächer der Getreideräume. Und all diese Dächer sind so konstruiert, dass sie auch Wasserabläufe haben, also quasi Dachrinnen außenrum. Und so sieht die Rückseite aus mit den Windschlitzen. Jetzt sind wir hinterhalb der Anlage und hier bläst manchmal ein richtig starker Wind, und dadurch die Spalten wurden früher diese Windmühlen angetrieben. Und auch gleich dahinter ein Friedhof aus der alten Zeit, aber auch der neuen Zeit. Sogar die Zoroaster sind hier begraben, hat man mir gesagt. Tja, aber auch hier haben Touristen Groupies. Wir wollen eigentlich was essen gehen. Wir fahren jetzt weiter Richtung Birchand.
über 100 Kilometer. Die Distanzen hier sind groß und es ist sacke heiß, 34 Grad. Es wird immer heißer, je weiter wir in den Süden fahren. Schon 38 Grad, Wahnsinn. Wir wollen jetzt gerade tanken. Wir tanken bei jeder Gelegenheit. Und zwei Truckdriver haben uns je 30 Liter gegeben. Damit sind wir jetzt voll mit 400 Liter. Und das kostet ja hier weniger wie Wasser. Ja, 100 Kilometer von Birchan ist es gebirgig geworden. Wir haben das Ziel erreicht, mitten in der Stadt, einem Park. Da hinten ist es schön belegt. Kaum angekommen wird das Druckluftsystem begutachtet. Das ist immer das Spannendste. Unser letzter Besuch hat uns jemand hierher geschickt, um die Stadt zu besichtigen. Jetzt haben wir da einen Fahrer. Wir sind jetzt in einem ganz schönen Garten gelandet. Der hat Beziehung zum Museum. Jetzt wurden wir da reingelassen. War eigentlich geschlossen. Also hier drin hat bis vor 50 Jahren, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, der König gewohnt. Es ist ein herrliches Haus. Jetzt sind wir in der Bäckerei, wie man es früher gemacht hat. Gelandet. Was hier auffällt ist, die haben extrem viele Goldhändler, Juweliers. Ganz viele, auch hier, alles Juweliers. Ein altes Handwerker, Schuhmacher. Ja, und jetzt haben wir lecker Essen bekommen hier bei seiner Mutter. Die hat gekocht für uns, Frau Reisi. Und in Vorbereitung auf die Lutwürste werden wir hier noch Videos angeguckt und wir informieren uns mal bei jemandem, der da schon da war. Manches ist wohl fahrbar für uns und manches aber auch nicht mit dem Fahrzeug. So dürfen wir das hier verstehen. Wir sind eingeladen und Vögel sind doch geliebte Haustiere hier im Iran. Das war unser Platz hier auf diesem Hügel, in diesem kleinen Wäldchen. Und das ist die Aussicht auf die Stadt. Bisschen Lärm halt, ja. Heute wollte ich Hühner kaufen für die Hunde in einem Laden, haben sie gesagt, in einer Stunde. Dann ging es aber länger und jetzt fährt mich einer zu einem Hühnerladen. Das passiert nur im Iran, das ist der Wahnsinn. Wir sind jetzt in Nabadan angekommen, am Tor eigentlich, zur Lutwüste. So sieht der Einstieg etwa aus, es gibt immer wieder so Gebirgszüge und wir sind auf 1200 Metern, das geht glaube ich runter bis 250 Meter irgendwann. Und da unten ist sie, die Lutwüste. Straße, soweit das Auge reicht.
Ja, bevor es in die Wüste reingeht, braucht man genügend Wasser. Wir tanken hier bei der Ambulanz, die haben ja Wasser. I am thirsty, Jersey. Jetzt gab es sogar noch einen Tee von diesem Herrn von der Sanität. Und als Dankeschön gibt es eine Toblerone fürs Wasser. Swiss Chocolate. Chocolate. Switzerland. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Topstraße, wir fahren weiter Richtung Dessaland, das sind schon mal 80 Kilometer. Und überall gibt es auch Dromedare. Es ist übrigens morgens um 9, wir sind schon früh los um 6, wegen der Hitze. Und es ist jetzt schon 36 Grad und es geht noch viel höher. Wir sind in Dessalen und hier gibt es ein kleines Swimmingpool. Und einen schönen Garten. Datteln! Da draußen steht mein Camper und ich gehe jetzt baden. Und zwar hier gerade nebenan ist ein Gebäude und da hat es ein kleines Swimmingpool. Hier mit Fischen, nicht ganz sauber, aber wir sind ja hier im Iran. Und sicher 40 Grad herrscht momentan. Tja, und weil der Pool nach oben offen ist und vorhin jemand auf dem Dach herumgeklettert ist, habe ich mir gedacht, ich ziehe mir doch so eine Art Burkini an, sprich ein Kleid, ein kurzes und eine Radlerhose dazu. Das muss reichen, dazu ein Kopftuch. Und die Sonne brennt und jetzt geht's in dieses kühle Nass zusammen mit ein paar Fischchen. Oh, ist das geil, ey. Oh, so toll. Es ist jetzt 20 nach 4. Wir hatten 40 Grad, das war die Höchsttemperatur. Jetzt geht es langsam zurück, immer noch 38. Und wir haben jetzt uns ein bisschen in eine Ecke verstellt, wo wir mehr Ruhe haben. Und da ist ein schönes Wässerchen und da gehe ich jetzt rein. Abendbad in den Kanal. Oh, ist das geil. Kälter als die beiden Waschhäuser. Das wird unsere letzte Oase sein, nachher nur noch Hitze. Was bleibt bei diesem Wetter als Wasserschlacht? Jetzt artet das langsam aus hier. Doch mal das Richtige bei so einem Wetter. Hey, die haben voll Freude. Höre dir auch. Macht's vor, wie es geht. Kein Dreck schmeißen, nee, nee. Schöne Wasserschlacht. Eine herrliche Oase. Und man kann sogar baden. Und irgendwie muss da Grundwasser haben, weil das ist alles grün, auch da hinten Büsche. Die Nacht hat schön abgekühlt, 20 Grad, herrlich, gegen 40 gestern. Und wir fahren früh los, schon um 4:30 wegen Temperaturen. Wir stehen früh auf, denn wir wollen bei dieser Hitze trotzdem zu Dünen fahren heute. Mit der Sonne im Rücken, wie ihr seht, am großen Schatten, geht es jetzt weiter. Und zwar bis zum Einstieg, dann in die Lutwüste. Jetzt sind wir auf der Piste, da geht's zum Rig Jalan and Sansi.
Die gute Piste hier verläuft jetzt über 20, 25 Kilometer und dann soll es angeblich sandig werden. Wird immer sandiger und schwieriger. Die Hälfte haben wir gepasst, da gibt es immer wieder Fluss. Diese Fluss, die sind ja alle ausgetrocknet, Überquerungen, und die sind sehr sandig. Hier im Morgen sind unsere einzigen Begleiter die Kamele, die hier auch langsam durch die Wüste ziehen. Und da hinten sind die großen Sanddünen, was unser Ziel ist. Wir nutzen den Sanddünen. Und es ist einiges schwieriger zu befahren, weil in der Vergangenheit hat es hier richtig stark geregnet. Teilweise ist die ganze Piste weggeschwommen. Immer wieder so Wasserläufe, die man durchqueren muss mit Stufen. Ja, und wir fahren nur 30 Kilometer weg von der Straße, weil wir ganz alleine sind. Falls was ist, habe ich mein Bike, kann Hilfe holen. Aber ja. Das Risiko ist kalkuliert. Ja, wir haben das Ziel fast erreicht, geht es noch über diesen Hügel und dann sind wir da bei den schönen Dünen und suchen uns ein Plätzchen. Wow, totale Einsamkeit hier an diesen Felsen. Wir sind angekommen, dahinter uns die Dünen. Wir haben hier einen super Platz, denn ab Nachmittag gibt es hier Schatten. Und gekocht wird draußen, und zwar für die Hunde. Zwei Hühner, das muss aber 5 Tage reichen. Ein Huhn ist für meinen Hund, zwei Hunde beziehungsweise, ja, hier hinter diesem Hügel stehen wir nun. Und ab Nachmittag, oh, da oben ist schon die Schönheit da, ab Nachmittag gibt es dann Schatten hier. Abendstunde, die Sonne ist untergegangen und wir haben jetzt endlich die Gelegenheit, hier oben diesen tollen Blick zu genießen. Abendstimmung in unserem Camp sozusagen. Mutterseelen alleine, weit und breit ist niemand. Und das ist der Ausblick zu den großen Dünen. Aber es ist immer noch 35 Grad, es dämmert zwar, zu heiß zum Hochzulaufen. Vielleicht wird es morgen was. Man könnte da an der Düne entlang fahren, aber alleine machen wir das nicht. Weil es sind doch 50 Kilometer und dann muss man noch rausfahren, über 100. So ist das, wenn es heiß ist. Neuer Morgen, es ist so heiß, wir sind schon um 3:30 aufgestanden, um jetzt vor Sonnenaufgang da oben auf die Düne zu laufen. So, jetzt geht's hoch auf die Düne. Step by step geht's hoch. Schon hier eine herrliche Aussicht. Wow. Die sind schon oben. Ey. Die Wölfe sind schon mal runter, Wahnsinn. Ja. Das ist die Aussicht da oben.
Das ist die Aussicht. Oh. Da unten bei diesem Berg haben wir im Schatten dann übernachtet, bei 42 Grad am Nachmittag. Wunderschön. Und jetzt warten wir auf den Sonnenaufgang. Bald ist es soweit. Da kommen sie wieder, die Ausreißer. Ganz steil ist es hier. Ey. Es ist soweit, die Sonne geht auf. Schön. Nee, geht nicht. Geht kein Video. Jetzt gibt's ein Rennen. Dünenrennen bei Sonnenaufgang. Deswegen haben wir uns auch entschieden, wieder den gleichen Weg zurückzufahren als alleine 50 Kilometer und dann nochmal 50, ja über 100. Weil wenn da ein Platten ist, klar könnte ich es machen, aber trotzdem. Also, wir gehen jetzt zurück 30 Kilometer auf die gute Straße. Eine einsame Leitplanke weist uns den Weg. Das ist köstlich. Viel geschafft. Hier gibt es ab und zu einen See, der jetzt ausgetrocknet ist. Schön, hä? Schön. Sieht fast grün aus, ne? Wir sind wieder auf der Hauptstraße und fahren jetzt zu den Kaluz. Das sind 150 Kilometer. Unglaubliche Weiten hier. Wir sind die Einzigen. Was will man denn hier sonst? Ab und zu gibt es ein Bergwerk, das war's. Es ist erst 8 Uhr und das Thermometer steigt und steigt. Wir sind schon bei 36 Grad, hey, der Sauhitze. 10 Minuten später 37 Grad, mitten durch die Wüste, eine Autobahn, Wahnsinn. Viertel nach 8, 38 Grad hin. Da neben mir bläst durch die Scheibe wie einen Heißluftföhn mich an, bläst. Das sind Wahnsinnsdistanzen. Übrigens ist hier in der Lutwüste der heißeste Punkt der Erde. Es kann hier bis zu 70 Grad werden. Das ist da, wo die schwarzen Steine sind. Kein Wunder. Viertel nach 9. Wir zählen 40,5 Grad. Es ist sackeheiß.
Ich fahre meistens 90, wenn es die Straße erlaubt, hier nicht. Nach 9 und es ist schon 42 Grad, es ist der Wahnsinn. Die Landschaft ändert sich immer mal wieder, hier Überschwemmungsgebiet kann man sagen. Mit Pumper. Jetzt fast am tiefsten Punkt auf 250 Höhenmeter und Temperatur ist jetzt bei 45 Grad. Und wenn es hier regnet, ist hier alles überschwemmt. Deswegen ist die Straße kaputt. Wir können nur noch sehr langsam fahren und schwitzen uns vorwärts. Wir sind jetzt am Salzsee angelangt mit seinen vielen Inseln, Berginseln, und es ist traumhaft hier. Kurz vor dem Ziel, Straße kaputt. Aber es gibt eine Umleitung, sonst wären wir am Arsch. Sind auch fleißig am Arbeiten bei 45 Grad, die armen Socken. Ja, in der Sonne ist es 100. Wir fahren jetzt in die Kaluz rein, weg von der Straße. Ich sehe hier LKW-Spuren, den haben wir verpasst, weil die sind doppelt hin und zurück, leider. Wir sind jetzt da in der Lutwüste bei 45 Grad. Es ist der Wahnsinn, hey. 45 Grad. Die Ausblick ist super, aber ohne Klima, hey, da wäre das nicht auszuhalten. Mal kurz raus und Sonne stehen, kann man auch nicht lange. Aber das ist der Ausblick. Ich meine, das wurde alles ausgewaschen. Das Niveau vom Grund war natürlich viel höher. Und das geht, ja, Kilometer weit so weiter. Aber es ist heiß. Ein heißer Wind, wirklich. Wie ein Heißluftföhn. Bei 45 Grad spazieren gehen mit den Wölfen. Was will man machen? Es ist sau heiß. Mal schauen, wie lange. Vielleicht 20 Minuten. Dann wieder in die Kühle. Das sind sie, die Jardangs oder Kaluz, wie sie die Einheimischen nennen. Groß, groß. Bei der Hitze machen sich die Hunde vor mir auf, wieder zurück zum Camper. Bei kühlen 28 Grad drin. Aber die Klima kommt schon an die Grenzen. Der Leistungsverbrauch ist bedeutend höher. Etwa 800 Watt braucht sie momentan. Thank you.
hat es geschafft. Doch, die schafft schon. Die braucht so viel Batterie. Wir sind in den Bergen in Zürich angekommen. Es hat ganz kühle Temperaturen, aber das Restaurant, das wir hier gesucht haben, hat leider geschlossen. Dafür feiern vor der Tür die jungen Leute mit Hund im Arm, ohne Kopftuch und mit Wodka. Tja, das gibt's auch. Gibt's jetzt Versorgung für den hungrigen René? Weißt du, was ich Oh, es ist laut. Jetzt werden wir noch zum Essen eingeladen, nachdem alle Restaurants zu haben. Also angeblich soll es jetzt dann Kebab geben, aber mittlerweile füllen sie hier den René ab. Husband beautiful, no. Bitte, bitte, wo haben wir einen? Husband beautiful, no. René. Ich will unbedingt zu Angie rüber. Ja, ich Da wird die Hälfte geschwungen. Der René kriegt jetzt iranischen Tanzkurs. Also die Indianer sind, die Iraner sind nicht alle seriös, offenbar. Der Lehrer lernt jetzt irgendwie. Ich glaube, das artet hier langsam aus. Ich lach mich tot. Der Heiler wundert sich und schläft. Jetzt, was kann der iranische Hintern für einen Tanz? Chaka chaka. So geht das also, immer locker in der Hüfte und drehen dabei. Die Eiler ist irgendwie immer noch läufig, die finden das kein Begattungstanz. Endlich kriegt der Röde was zum Essen. Halber Liter Schnaps. Genau. So, das war's wieder vom Meer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, lasst ein Abo da. Wer will, kann die Reise verfolgen, auch unten unter Polarsteps. Und wer weiterhin will, kann mir was spenden auf PayPal, einen Kaffee oder ein bisschen Diesel. Das findet ihr auch unten den Link. Also herzlichen Dank und bis bald.